du stehst direkt vor einer Prüfung, hast Angst, dass du die Prüfung nicht schaffst, obwohl du genug gelernt hast. Du hast Angst, dass du durchfällst, bist dir unsicher, obwohl der Stoff in deinem Kopf drin ist. Dann bleib unbedingt dran, denn direkt nach einem kurzen Intro werde ich für dich eine Affirmation haben, die dir auf jeden Fall bei der Prüfung hilft und du diese Prüfung mit Sicherheit dadurch bestehen wirst. Bis gleich! Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Zusch Vinzenz und heute bekommst du von mir eine Affirmation, besser gesagt von Simone, einer Heilpraktikerin, die diese Affirmation eingesprochen hat. Simone wird demnächst auch einen Kanal eröffnen mit Affirmationen, die dir mit Sicherheit weiterhelfen. Ich werde dazu noch ein separates Video machen, denn wenn euch sowas interessiert, solltet ihr unbedingt den Kanal von Simone abonnieren. Aber mehr dazu in einem anderen Video. Jetzt wird euch Simone erstmal diese Affirmation präsentieren, damit ihr besser durch eine Prüfung kommt. Egal, ob das eine Prüfung für die Schule ist, eine Abschlussprüfung, eine Ausbildungsprüfung, ein Eignungstest, eine Sportprüfung oder egal, um welche Prüfung es sich handelt. Diese Affirmation wird dir auf jeden Fall dabei helfen, die Prüfung zu bestehen. Legen wir los! Schön, dass du da bist. Ich bin Simone und ich werde dich durch diese Affirmationen für Prüfungen führen. Leg dich auf den Rücken und versuche, dich zu entspannen. Die Hände liegen auf dem Bauch, dein Kiefer ist locker, die Zunge ruht am Mundboden. Schließe, wenn du möchtest, die Augen und entspanne dein Gesicht, die Stirn, die Wangen. Wir atmen nun ganz bewusst viermal langsam ein und aus. Stell dir vor, dein Gewicht an die Unterlage abzugeben. Der Rücken schmiegt sich an, du kannst so immer mehr Gewicht abgeben. Die Affirmationen sind Sätze, die ich dir langsam zweimal sage. Du kannst sie zuerst hören und beim zweiten Mal gedanklich oder auch laut mitsprechen. Dazwischen nehmen wir uns Zeit, ruhig und tief zu atmen. Je öfter du diese Affirmationen hörst, desto gewisser werden sie in deinem Leben zur richtigen Zeit zu dir zurückkommen. Wir beginnen mit Zählen. Und mit dem Wort Danke hole ich dich dann wieder ab. Wir zählen nun leise, langsam bis 9. Ich bin jetzt ruhig und konzentriert. Ich bin jetzt ruhig und konzentriert. Ich sehe klar und hell. Ich sehe klar und hell. Das Licht der Erkenntnis begleitet mich. Das Licht der Erkenntnis begleitet mich.
Ich bin fest und sicher mit der Erde verbunden. Ich bin fest und sicher mit der Erde verbunden. Mein Atem ist gleichmäßig und langsam. Mein Atem ist gleichmäßig und langsam. Ich bin gut vorbereitet und sicher. Ich bin gut vorbereitet und sicher. Ich bin stark und clever. Ich bin stark und clever. Die Zeit wird ausreichen. Die Zeit wird ausreichen. Ich kann mein Wissen deutlich machen. Ich kann mein Wissen deutlich machen. Mein Humor trägt mich immer weiter. Mein Humor trägt mich immer weiter. Ich meistere diese Aufgabe. Ich meistere diese Aufgabe. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Das Leben zeigt mir einen neuen Weg. Das Leben zeigt mir einen neuen Weg. Es gibt eine große Geborgenheit für mich. Es gibt eine große Geborgenheit für mich. Das Ziel ist erreicht und ich gehe weiter. Das Ziel ist erreicht und ich gehe weiter. Danke. Jetzt kommst du langsam wieder im Raum an. Fühle die Unterlage und die Festigkeit, die dir die Erde gibt. Atme weiter ruhig und tief ein und aus. Du kannst nun die Augen öffnen und deinen Tag weiter gestalten oder gut einschlafen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. So, und nun wünsche auch ich dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Ich denke, mit dieser Affirmation wirst du die Prüfung auf jeden Fall bestehen. Und nun verwende die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike. Abonniere meinen kostenlosen Kanal. Drück dazu die Abo-Glocke, damit du zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin, entspann dich und hör dir diese Affirmation noch ein paar Mal an. Am besten nun täglich bis zum Zeitpunkt deiner Prüfung. Ciao!